Moin Leute, willkommen im Ruhrland. Im heutigen Video geht es darum, genauer genommen um das Thema USB Type-C Earphones. Ihr habt ja vielleicht selber schon ein Smartphone, wo kein AUX-Anschluss mehr dran ist und nur noch einen USB Type-C. Gerade bei meinem Google Pixel 2 zum Beispiel wird ja auch nur noch so ein Dongle mitgeliefert, um so ein AUX-Headphone einfach anzuschließen. Und dann habe ich mich einfach mal umgeschaut, was gibt es denn momentan so auf dem Markt eigentlich an Alternativen, die wirklich mit einem USB Type-C-Anschluss kommen. Und das ist relativ überschaubar. Gerade bei Amazon und so gibt es da haufenweise China, Earphones und Co. für 15, 20, 30, 40 Euro. Und naja, bevor man so viel Geld investiert, sollte man sich erstmal schauen, ob die Dinger wirklich was taugen. Und ich habe mir den Spaß mal gemacht und habe mal so ein paar von den Dingern hier in China bestellt. Und also primär habe ich jetzt, glaube ich, bei Gearbest, glaube ich, bestellt. Und das einzige Kriterium, das ich hatte, die Dinger durften nicht mehr als 5 Euro kosten. Und ein paar sind jetzt schon angekommen. Auf ein paar warte ich schon länger. Die sind schon irgendwie im Nirvana verschwunden. Aber ich habe jetzt hier mal 3 Stück, mal exemplarisch für dieses Thema. Und die werde ich mir jetzt gleich mal aus der Nähe anschauen. Und dann gucken wir mal, ob diese 5 Euro was taugen oder ob man doch lieber weiterhin zum USB Type-C-Dongle greift. Bis gleich. So, da wären wir jetzt auch schon wieder. Ich habe jetzt hier die, ich versuche es mal auszusprechen, Zwischuan Kopfhörer. Die haben jetzt irgendwie 1,90 Euro gekostet. Die haben, oder die sollen haben, sagen wir es mal so, einmal einen USB Type-C-Anschluss. Danach sieht es schon mal ganz gut aus. Ja, haben wir hier. So, ansonsten haben wir hier noch, ich glaube, das soll ein Lautstärkenregler sein. Und ein Smart-Button, ne, um so Sachen wie Google Assistant und Co. zu starten. Gucken wir gleich mal. Ich stöpsel das jetzt mal in mein Google Pixel ein. So. Gut. Analoges Audio-Zubehör wurde erkannt. Das ist nicht mit dem Smartphone kompatibel. Aha. So, da bin ich wieder. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt diverse USB-C-Earphones ausprobiert. Die sind jetzt alle hier so in der Tüte. Das ist ein riesen Batzen. Die sind mittlerweile angekommen. Leider hatte ich das Problem, die haben alle nicht funktioniert. Und dann habe ich mich natürlich mal ein bisschen schlau gemacht. Woran könnte das denn liegen? Und es liegt einfach daran, diese ganzen billig USB-Earphones aus China und Co., die haben, sage ich mal, kein DAC-Chip, also einen Digital-Analog-Konverter installiert, also der dann hier sozusagen funktioniert, weil gerade die neuen, modernen Smartphones, die nur noch einen USB-C-Anschluss haben und keinen AUX-Anschluss mehr, die haben da sozusagen noch Zugang für das Digitalsignal und dafür brauchen wir halt diesen Digital-Analog-Konverter. Und ja, den haben halt diese günstigen Dinger nicht. Es gibt so eine kleine Liste von Google, von unterstützten Earphones sozusagen, die man direkt per USB-C nutzen kann. Aber der Großteil, der da draußen ist, halt auch diese halt gerade diese 5 Euro, 10 Euro Earphones aus China, die haben definitiv keinen DAC-Chip. Und auch was Dongles angeht, muss man aufpassen. Das ist jetzt tatsächlich der Original-Dongle von Google. Hier ist sowas schon verbaut. Egal, ich weiß nicht, ob es vorne oder hinten ist, aber hier ist sowas auf jeden Fall verbaut. Deswegen kann man hier auch einfach problemlos einen AUX-Kabel, also ein Analoggerät, einstecken und nutzen. Es gibt so Dongles für 1, 2, 3, 4, 5 Euro, die man auch in China und Co. kaufen kann. Die haben aber natürlich nicht diesen DAC-Chip, diesen Konverter drin und da kann man so viel AUX-Kabel reinstecken, wie man will. Das wird nicht funktionieren an einem Google Pixel oder einem Note 8 oder was auch immer. Ne? Also solltet ihr mal im Hinterkopf behalten. Ich habe jetzt nochmal ein paar Earphones bestellt mit DAC-Chip, die dann auch hoffentlich hier funktionieren. Aber so der Grundtenor, den ich jetzt mittlerweile so auch im Netz gelesen habe, ist, es gibt nichts Gescheites mit USB-C. Also kauft euch lieber ein gescheites Gerät mit AUX-Kabel und nutzt so einen Dongle. Dann habt ihr, glaube ich, eher Spaß damit, als wenn ihr, sage ich mal, versucht, mit der Brechstange irgendwelche USB-C-Earphones zu nutzen. Weil da ist einfach momentan noch nichts wirklich Gescheites, was man nutzen kann. Ja, wenn ihr da draußen schon USB-C ihr von nutzt und ein Headset oder was auch immer, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr habt und ob ihr zufrieden seid. Ansonsten, ja, dieses Video hat eine etwas andere Wendung bekommen. Aber wie gesagt, der Original-Dongle von Google wird euer bester Freund erstmal sein. Also versucht es nicht zu ändern. So viel von meiner Seite, euch noch einen schönen Tag, bis die Tage, macht's gut, ciao, ciao.